Ja, ich stehe schon. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Du verheimlichst mir etwas. Nein, ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das. Ich kann dir nichts sagen. So wird das nichts. Wir arbeiten hart für den Herrn. Kalan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Sie sind mir egal. Dann hast du deine Wahl also noch nicht getroffen. Sehr gut. Aus diesem Grund lade ich dich ein, mein Gast zu sein. Wir Kleriker reichen all jenen die Hand, die ihr Haupt vor Kalan beugen werden. Erinnere dich daran, wenn du deine Entscheidung fällst. Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws.
Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht. Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren. Es war nicht ganz einfach, aber ja. Meine Erfolgsrate lag bei annähernd 100%. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht so reibungslos gelaufen, wie du es mich glauben lassen willst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist das nun einmal. Einer aus ihrem Haufen war anscheinend nicht ganz so dumm wie der Rest. Er hat die Flucht dem Widerstand vorgezogen. Und du hast ihn entkommen lassen? Es war nicht geplant, falls du darauf anspielst. Wir haben diesen wilden Haufen in der Nacht überrascht. Aber der Kerl muss uns wohl bemerkt haben. Es wäre zu gefährlich gewesen, ihm nachzustellen. In der Dunkelheit lauern zu viele Gefahren. Außerdem bin ich sicher, dass er mir bald in die Falle läuft. Vor einiger Zeit hat sich jemand an unseren Nahrungsvorräten vergriffen. Es steht außer Frage, dass dieser Feigling der Urheber war. Dabei hat er von mir nichts zu befürchten. Alles, was ich will, ist mein Eigentum zurück. Dein Eigentum? Ja. Neben der Nahrung hat er mich meiner Waffe beraubt. Diese behelfsmäßige Waffe, die ich mit mir führe, ist ein unwürdiger Ersatz. Sorg einfach dafür, dass ich meine Waffe zurückbekomme. Und ich garantiere ihm freies Geleit, wenn er meinen Weg noch einmal kreuzt. Das Problem mit deiner Waffe kann ich lösen. Wenn du sie mir wiederbringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Du hast mein Wort.
Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Den hau ich um.
Das machst du nicht ungestraft. Das machst du nicht ungestraft. Irgendwie bin ich froh, dass diese Dinger nicht mehr fahren. Warum? Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Da fühle ich mich der Erde nah.
Siehst du das? Der Turm könnte glatt aus einem Gemälde entsprungen sein. Aber der Krieg hat jeden Sinn für Kunst verloren gehen lassen. Und wieder ein Idiot, der uns ins Netz gegangen ist. Viel ist nicht an dir dran, aber es reicht für die Nachspeise. Was läuft hier? Wir hacken dich in mundgerechte Stücke. Das läuft hier. Dich mache ich lang! Bist diesen Kannibalen fast in die Falle gelaufen, was, Jungchen? Gut, dass sie in dir ihren Meister gefunden haben. Ein Moment länger und sie hätten mich über dem Feuer geröstet. Bitte, gib mir doch auf den Schreck ein Haus. Auf dein Wohl. Ah, das wird meiner Kehle guttun. Hast ein Gut bei mir. So, jetzt hole ich noch einmal tief Luft und hoffe, dass du wirklich jeden erwischt hast. Du siehst noch nicht so alt aus, darum lass mich dir sagen, früher hätte es eine solch verkommene Bande nicht gegeben. Warum hat es dich hierhin verschlagen? Der Leuchtturm ist schuld, Junge. Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf mich aus. Sie sind das Sinnbild für Hilfe und Orientierung, ein Wegweiser in der Not. Weißt du, in meinem Alter hat man genügend Anführer kommen und gehen sehen. Da schlage ich mich lieber auf eigene Faust durch und kratze meine Splitter anderweitig zusammen. Mutig für jemanden in deinem Alter. Vielleicht auch zu mutig. Bevor ich hier ankam, habe ich nicht weit von hier ein paar Schrottsammlern meine Hilfe angeboten. Ihr Auftraggeber verschleißt seine Leute wohl am laufenden Band und da war meine Unterstützung sehr willkommen. Doch dann hat uns des Nachts ein Haufen Kleriker überfallen und auf einen Kampf wollte ich es nicht ankommen lassen. Darum habe ich mich erst einmal zurückgezogen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, nehme ich an. Nein, ich habe mich leider zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da ich ohne Nahrung noch älter ausgesehen hätte, als ich eh schon bin, habe ich ihnen heimlich ein wenig Nahrung abgezwackt. Scheinbar erwarten sie keinen Angriff und fühlen sich so sicher, dass ihre Achtsamkeit nachgelassen hat. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich ihrem Anführer im Schutz der Dunkelheit auch die Waffe abgeluchst hab. Manchmal sind diese alten Knochen noch flink genug für solche leichtsinnige Aktionen. Und bevor du fragst, ich hab mir nicht viel dabei gedacht. Es war einfach zu verlockend. Jetzt ist der Haufen sicher alarmiert und knüpft mich auf, wenn sie ins Jagdhorn blasen. Darum dachte ich auch, der Leuchtturm wäre ein gutes Versteck. Aber du weißt ja, wozu das geführt hat. Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Nein, nein, ich komm schon klar. Verschwende deine Energie nicht an einem alten Knochen wie mir.
Das Einzige, woran ich interessiert bin, sind Geschichten. Und ich denke, du wirst mir kaum etwas erzählen können, das ich noch nicht weiß. Ich könnte dir etwas über die Alps erzählen. Kaum jemand weiß etwas über ihre Hintergründe. Ich schon. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Dann lass mal hören. Alps agieren häufig nicht auf eigene Faust, sondern besitzen ein ausgeprägtes Gruppenverhalten. Der Begriff der Schwarmintelligenz greift jedoch zu kurz, was die Alps angeht. Jeder Alp kann frei handeln. Doch durch den stetigen Elix-Einfluss vertreten viele Alps eine einhellige Meinung. Aber es gibt auch jene, die alleine handeln, richtig? Korrekt. Das sind die Elixitoren. Sie gehören zur obersten Kaste. Wirklich interessant. Gibt es noch etwas, das du mir über sie erzählen kannst? Darüber hinaus gibt es noch die Feldherren. Sie koordinieren die Abläufe und versuchen, jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Du meinst solche wie die Bestie von Xakor? Er schien sich einen besonderen Namen in ihren Reihen gemacht zu haben. Ja, aber er ist ein Kapitel für sich. So viel kann ich dir verraten. Und? Weiter? Die Alps besitzen ein weitaus höheres technisches Verständnis als die Kleriker. Auch wenn sie erst durch das Elix entstanden sind, sind ihnen Fragmente aus der alten Welt erhalten geblieben. Fragmente? Du meinst Wissen? Exakt. Dieses Wissen haben sie von einer Quelle großer Macht bekommen. Sie haben jedoch kein großes Interesse daran, den Zustand von einst zu rekonstruieren. Warum nicht? Weil dieser Wunsch menschlich ist und sie sehen sich nicht als Menschen. Ah, ich verstehe. Sonst noch etwas? Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Erzähl mir von früher. Nur zu gern. Was möchtest du wissen? Was weißt du über Tavar? Tja, das Ödland kannte seinerzeit weitaus mehr Zivilisation, als man denken mag. Aber als der Meteor kam, hat er nur noch eine Wüste hinterlassen. Nahezu alles wurde zerstört oder verschüttet. Einige Gebäudekomplexe konnten sich dennoch dieser Gewalt widersetzen. So zum Beispiel das Fort. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber Logan, oder der Duke, wie er sich heute nennt, sitzt auf einem Pulverfass. Denn schon damals war das Fort ein Stützpunkt, in dem massenweise Waffen gelagert wurden. Was für Waffen? Ich bin kein Experte, aber dass sie gefährlich sind, ist sicher. Auf jeden Fall zerstörerischer als alles andere, was wir heutzutage kennen. Woher willst du das wissen? Weil die Abschussvorrichtungen Bände sprechen. Zusammengefasst kann man über Tavar nur noch Folgendes verlieren. Eine Einöde, die kein Erbarmen kennt. Was weißt du über die Berserker? Die Kerle waren nicht immer so linientreu, wie sie sich geben. Ihr Gesetz existiert erst, seitdem dieser Thorald ihnen seine Ansichten untergejubelt hat. Jetzt ist er eine Art Heiliger für sie und wird nur noch der Pilger gerufen. Das zurückgezogene Leben und ihre selbst auferlegte Abschottung scheinen neuerdings Risse zu bekommen. Man sieht sie immer öfter Edan verlassen. Scheinbar sind die Weltenherzen der Grund. Mehr kann ich dir über sie allerdings nicht erzählen. Nur eines ist gewiss. Ihre Magie ist mächtig. Lass dich nicht von ihrer Lebensweise täuschen. Wie steht es um dein Wissen über die Kleriker? Sie konnten am meisten Technik aus der alten Zeit konservieren. Und diesen Wissensschatz horten sie wie eine Mutter ihre Jungs. Ihr Aberglaube an ihren Gott ist nichts weiter als Hokuspokus. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er nicht einmal vor der Zeit des Meteoreinschlags existierte. Aber sollen sie ihren Götzen doch anbeten. Mir kann es egal sein. Warum haben sie so wenig Männer? Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Vor etlichen Jahrzehnten hatten sie sich wegen irgendeiner Angelegenheit mit den Berserkern in den Haaren. Und als der Konflikt eskalierte, haben sie sich ganz auf ihre Kampfmaschinen verlassen.
Sich selbst hatten sie nur mit leichten Waffen ausgestattet. Als dann aber der Sieg zum Greifen nahe war, versagten ihre Blechkameraden. Entweder wurden sie manipuliert oder ihr Gebet fiel wohl zu gering aus. Naja, die Berserker hatten jedenfalls daraufhin leichtes Spiel, um sie aus dem Weg zu räumen. Von dieser Niederlage haben sie sich nie ganz erholt. Gib mir die Waffe des Klerikers. Warum sollte ich sie dir geben? Du sagtest, ich habe einen Gut bei dir. Aber natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Will ja nicht wortbrüchig werden. Wie lange wirst du hier noch bleiben? Ich denke, ich mache es mir hier gemütlich. Es wird Zeit, diesem Ort seine eigentliche Bedeutung wieder zukommen zu lassen. Hier hast du deine Waffe zurück. Ich weiß diese Geste zu schätzen. Und es wäre mir eine Freude, wenn du dich entschließt, unserem Bund beizutreten. Das Potenzial ist da. Und vielleicht überzeugt dich das hier als Geste unserer Wertschätzung. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun? Dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben.
Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Was soll ich tun? Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Ich bin dabei. Gut. Aber geh achtsam voran. Wer weiß, was dir blüht, wenn die Lüge auffliegt. Er starrt mich schon eine ganze Weile an. Wegen der Gefallen. Du bekommst bald wieder Schrott geliefert. Hört, hört. Da hast du wohl mächtig auf den Busch geklopft. Ja, die Insel im Süden wird in Zukunft genug Metall für dich abwerfen. Es freut mich, dass du gute Nachrichten im Gepäck hast. Schlechte liegen schwer im Magen und haben zu viele Nebenwirkungen für meine Männer. Ist das alles oder hast du mir noch etwas verschwiegen? Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Selbstverständlich hast du das. Ich wollte nur sicher gehen. Hier, wie versprochen, der Anteil für deine Hilfe. Wegen der Gefallen. Was steht als nächstes an? Ah, du willst dich auf die nächste Bewährungsprobe stürzen. Dir quillt der Eifer ja aus allen Poren. Das sehe ich gern und ich will dir auch sagen, warum. Mein nächster Coup ist schon in Planung und für dich ist die Hauptrolle reserviert. Und was soll ich tun? Weißt du, normalerweise bin ich ein Ehrenmann. Ergo bezahle ich fast immer meine Schulden und lege noch etwas obendrauf. Jetzt brauche ich jemanden, der mir die lästige Laufarbeit abnimmt. Andernfalls würden meine sonstigen Geschäfte leiden, das verstehst du doch sicher. Nimm du mir die Arbeit ab und der Kassensturz wird sich für dich bezahlt machen. Wem schuldest du etwas? Ace. Vielleicht bist du ihm schon begegnet. Ein ziemlich windiger Kerl mit einem glücklichen Händchen. Und dieses Glück hat ihn auch nicht bei einem Spiel gegen mich verlassen. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass mich sonst jeder gewinnen lässt, bemerkenswert. Denkst du, er hat betrogen? Vielleicht, aber das ist nicht wichtig. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich zahle. Immer. 1000 Splitter stehen auf dem Schuldschein. Zudem werde ich ihm die Summe mit einem kleinen Präsent verzinsen. Ich begleiche deine Schuld bei Ace.
Tu das. Hier hast du die Splitter. Und natürlich darf meine Überraschung nicht fehlen. Hier. Leg sie einfach in die Hütte zwischen der Arena und dem Marktplatz ab, unterhalb von Docs Bude. Am besten direkt auf den Tisch. Eine Überraschung will ja präsentiert werden.